Ja, hallo zusammen, ich bin Ivan Sterzinger. Ich bin ein Drittel vom Redaktionsteam von der Fabrikzeitung von der Roten Fabrik. Die Fabrikzeitung ist Sprachrohr von der Roten Fabrik für die Rote Fabrik. Und mit ihr tragen wir Themen raus auf Zürich, in die Schweiz und auch international an die Leser, die an unseren Themen interessiert sind oder auch ganz einfach am Programm, an den Veranstaltungen von der Roten Fabrik interessiert sind. Und ich würde auch im Folgenden gerne auch noch ein bisschen mehr über die Fabrikzeitung erzählen und zeigen. Hier im Redaktionsbüro werden die Ausgaben jeweils geplant und konzipiert. So hat die erste Ausgabe der Fabrikzeitung ausgesehen. Der Aufbau der Fabrikzeitung ist jeweils so gegliedert, dass wir einen Themenbund haben und einen Servicebund. Der Themenbund ist immer ein Schwerpunktbund, wo wir einem Thema vertieft widmet. In der aktuellen Ausgabe, die ihr jetzt gerade vorher schon gesehen habt, ist das experimentelle Künstlerpublikationen, wo zum Teil Kunstdruck, Gedicht und Schallplatten in einem Magazin rausgeben. In der vorherigen Ausgabe haben wir uns der Frage nachgegangen, inwiefern das Netzpolitik überhaupt ein politisches Thema ist. Welche Akteure gibt es in diesem Bereich? Welche Interessenvertreter setzen sich für eine Netzpolitik ein und versuchen sie in ihre Richtung zu ziehen? Und bei der kommenden Ausgabe gehen wir der Frage nach, inwiefern dass es in einem Land wie Syrien aktuell gerade noch Sinn macht, Kulturproduktion zu machen. Kann man mit der Kulturproduktion in Syrien überhaupt etwas beitragen? Und wir haben für das auch Vertreter aus Syrien, die genau dieser Frage nachgehen und fragen, bringt das noch etwas oder soll man dort komplett resignieren? Dann im zweiten Teil der Zeitung, das ist der Serviceteil. Dort haben wir Informationen zu Veranstaltungen aus der Roten Fabrik. Wir haben Interviews mit Bands und Künstlern und Theaterleuten. Wir haben regelmäßige Beiträge. Zum Beispiel haben wir ein Medienkulturgespräch, das in Zusammenarbeit mit dem Doc 18 entsteht. Das ist eine Themenreihe, die sich um Medienkulturthemen kümmert. Wir haben zwei Kolumnen, regelmäßige wiederkehrende. Und wir haben natürlich auch Programmtext mit weiteren Informationen zu einzelnen Veranstaltungen. Und auch einen Kalender, wo man genau sieht, was wann in der Roten Fabrik stattfindet. Wenn man die Zeitung lesen will, die kommt man hier in der Roten Fabrik selbstverständlich. Am besten im Ziegel, im Restaurant über. Oder auch an verschiedenen Stellen in der Stadt kann man sie gratis mitnehmen. Oder wenn man sie heimgeschickt bekommt, dann kann man sie auch als Abo bestellen. Wenn euch das interessiert hat, dann schaut doch mal in die Fabrikzeitung rein. Es gibt auch vergangene Ausgaben online als PDF. Oder schaut mal wieder auf Fabrik TV rein. Auch dort gibt es ab und zu wieder mal ein paar Updates. Bis bald.